Grünberg, Grünberger Schaufenster. Auf dem Gelände rund um die Gallushalle schlenderten tausende Besucher, die einen Einblick in das breite Gewerbespektrum Grünbergs und Umgebung haben wollten. Neben der Gießener Gewerbeschau ist die Grünberger die größte und erfolgreichste in der Region. Auf dem Außengelände gab es eine große Automobilschau. Grünberger Autohäuser stellten die neuen, auf der IAA in Frankfurt präsentierten Modelle vor. In drei Zelten auf dem Gelände rund um die Gallushalle konnten sich die Besucher über zahlreiche neue Produkte informieren und bei den Ausstellern aus der Lebensmittelbranche sogar Produkte kosten. Das Riesenrad Hot Wheel bot den Besuchern auf dem Außengelände einen Rundumblick über Grünberg und die Gewerbeschau. Am Sonntag lockte zudem noch ein verkaufsoffener Sonntag in die Grünberger Innenstadt. Am Ende der dreitägigen Veranstaltung zog die Grünberger Werbegemeinschaft ein positives Resümee. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Ausstellungsgelände habe man viel Bewegung verzeichnet, Menschenmengen zogen durch die Altstadtgassen. Das Rundumpaket, das die Veranstalter geschnürt hatten, habe gestimmt, meinte der Grünberger Werbegemeinschaftsvorsitzende Hanstein.